Kandidat Nummer 3, Matthias Nölke, der Schlagfertigkeitsweltmeister. Nölke weiß alles über Schlagfertigkeit, denn darüber hat er ein Buch vollgeschrieben, in dem alles steht über Schlagfertigkeit, über die er ganz schön viel weiß. Als Gast in Ingo Dubinskis Wunschbox gab er gleich mal ein paar Kostproben seiner Kunst ab. Vielleicht können wir das ja auch mal so ein bisschen probieren, wenn ich jetzt so ein paar Sachen sage, die man von mir gar nicht gewohnt ist. Also zum Beispiel, Herr Nölke, ich finde, wenn Sie das nächste Mal ins Fernsehen kommen, sollten Sie sich aber was Anständiges anziehen. Einverstanden, wenn Sie mir Ihren Badeanzug leihen. Touché, bingo, das saß. Da bleibt Dubinski die Spucke weg. Badeanzug leihen, verstehen Sie? Naja. Gleich noch einer. Und dann habe ich mir noch was rausgesucht, auch aus Ihrem Büchlein. So nach dem Motto, wenn jemand da ins Fernsehen will, so Leute wie Sie, die wollen sich ja nur wichtig machen. Ich soll mich wichtig machen? Ich dachte eigentlich, dass Sie das für mich übernehmen. Ja, Geronimo! Jabba, jabba, du! Das sind funkelnde Spontan-Aperçus, die Nölke einfach mal so aus der Hüfte abfeuert. Oscar Wilde lebt in diesem Mann. Sagen Sie mal, Nölke, wie wird man eigentlich so schlagfertig wie Sie? Also, das Wichtigste ist natürlich üben, üben, üben. Also, ja, logisch. Aber von Natur aus ein pfiffiges Kerlchen zu sein, ist schon hilfreich, gell, Herr Nölke? Und nun sind Sie dran. Drücken Sie jetzt auf den Knopf an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Okay, haben Sie gerade eben schon mal gemacht. Aber was soll's, gleich nochmal. Dankeschön, Sie haben gewählt. Unser Liebling im Monat Mai ist Matthias Nölke, der Schlagfertigkeitsweltmeister. Ja! Ja, fantastisch! War das so! Das ist ein Buch. Sensationell. Sensationell. Und ich lese Ihnen gleich ein Musterbeispiel vor. Aber erst wird er natürlich hier verewigt. Er löst Andrea ab, die rätselhaft stumm gewordene Mitinsassin im Container von Big Brother. Unser Liebling des Monats Mai, Schlagfertigkeitsguru Matthias Nölke. Und ich muss hier noch ein Beispiel vorlesen. Und zwar Beispiel. Der zwanghaft witzige dumme Spruch. Beispiel. Der neue Mitarbeiter, Herr Munzel, ist katholisch. Immer wenn ihm Herr Fricke über den Weg läuft, bemerkt dieser grinsend, na Herr Munzel, heute schon gebeichtet? Das empfindet Herr Nölke als Mobbing. Und er empfiehlt, die Gegenwehr funktioniert wie beim witzigen dummen Spruch, nur können Sie eher davon ausgehen, dass Ihr Gegenüber Sie wirklich schädigen will. Versuchen Sie es mit einer schlagfertigen Replik. Wenn das nichts hilft, sollten Sie über weitere Schritte nachdenken, Ihren Vorgesetzten informieren oder den Personal- bzw. Betriebsrat. Denn gegen Mobbing ist Schlagfertigkeit kein ausreichendes Mittel. Verstehen Sie? Also wenn Sie morgen wieder hören, und ich finde das echt einen guten Spruch. Na, Herr Munzel, heute schon gebeichtet? Gehen Sie zum Betriebsrat. Toll, oder? Und wissen Sie was, der Kollege? Hey, kennt ihr es? Munzel ist so ein Betriebsrat. Aber jetzt hat er gebeichtet. Na ja, Munzel. Toll. Heute schon gebeichtet.